Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Update zu meinem letzten Gewicht in der Kiste Spar Video. Ich muss nämlich zwei Sachen ganz dringend klarstellen. Ich habe erstens im letzten Video einen kleinen Fehler gemacht, nämlich folgendes. Ich zeig's euch. Ich habe momentan, wie ihr sehen könnt, keine einzige Perk-Karte ausgerüstet. Das bedeutet, das Gewicht von allen Items wird ganz normal berechnet. Wenn ich jetzt in die Kiste, die ich komplett leergeräumt habe, gucke und wir schauen uns dort diesen Harnspannrevolver an, dann wird mir in der Gegenstandsstatistik korrekterweise angezeigt, dass er 4 Kilo hat und auch in der Kiste sehen wir unten im rechten Fenster, in der rechten Liste, werden 4 von den 400 möglichen Gewichtseinheiten abgezogen. Also alles ganz normal und korrekt, wie zu erwarten. Wenn ich jetzt aber die Perk-Karte ausrüste, die das Gewicht von Pistolen um 25% reduziert, dann sehen wir in der Waffenstatistik des Harnspanns Revolver, dass 25% weniger der Revolver jetzt nur noch 3 Gewichtseinheiten wiegt, wie man das erwarten würde. In der Kiste allerdings wiegt er 4 immer noch, wie wir sehen können. Das heißt, in der Kiste wird das Gewicht falsch angezeigt durch diesen Perk, beziehungsweise sehen wir immer das Gewicht, das das Item in unserem Charakterinventar haben würde, wenn es nicht in der Kiste wäre. Somit sind Perk-Karten für Lagerplatz in der Kiste im eigenen Versteck nutzlos. Das habe ich im letzten Video falsch dargestellt. Ich habe mich verwirren lassen von dieser Gewichtsanzeige, aber in der Kiste ändern Perk-Karten tatsächlich nichts am Gewicht. Ein weiterer Tipp, den ich in den Kommentaren sehr oft gelesen habe, mit dem man Gewicht sparen sollen kann, betrifft die großen Mengen, die man an der Bastelwerkbank basteln kann. Wie ihr seht, habe ich wieder keine Perk-Karten ausgerüstet, das heißt, das Gewicht der einzelnen Items wird nicht beeinflusst. Wenn wir uns beispielsweise mal Bleischrott ansehen, dann sehen wir hier, dass Bleischrott 0,1 Gewicht hat, wenn wir keine Perk-Karte benutzen, die Schrott leichter macht. 0,1 Gewicht pro Bleischrott. Wenn wir nun eine große Menge Blei herstellen, wiegt diese große Menge Blei eine Gewichtseinheit und beinhaltet 20 Bleischrott. 20 Bleischrott, die eigentlich 2 Gewichtseinheiten wiegen würden. Also hier können wir das Gewicht von Blei tatsächlich halbieren. Beton sehen wir hier, wiegt beispielsweise nur 0,01 Gewicht. Eine große Menge Beton, die 15 Betonbruch beinhaltet, wiegt 0,75 Gewicht. Das heißt, hier ist der Betonbruch allein um einiges leichter, denn 15 Betonbruch wiegen nur 0,15 statt 0,75. Das heißt, hier wäre die große Menge deutlich schwerer als der Betonbruch. Suchen wir uns mal nochmal etwas raus, das 0,05 wiegt, so wie Leder beispielsweise. Eine große Menge Leder beinhaltet 15 unbearbeitetes Leder und wiegt 0,75. Genauso viel würde das unbearbeitete Leder wiegen, wenn man es nicht in eine große Menge zusammenpackt. 0,75. Das bedeutet, hier gibt man 2 Plastik aus und es verändert sich gar nichts am Gewicht. Kupfer, das 0,1 wiegt, wird in 10 zusammengefasst, die wiederum eine Gewichtseinheit wiegen. Also auch hier ändert sich überhaupt nichts. So, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe eine Tabelle erstellt, in der ich das Gewicht der einzelnen Schrottteile mit dem Gewicht und der Quantität der großen Menge direkt vergleichen kann, um zu berechnen, wo es sich lohnt und wo nicht. Und tatsächlich lohnt sich die große Menge nur bei Blei. Aus irgendeinem Grund wird nur die große Menge Blei leichter als die Summe seiner Teile. Alle anderen großen Mengen sind entweder exakt genauso schwer oder sogar schwerer als die Einzelteile. Ich muss dazu sagen, dass ich keine Zahnräder zur Verfügung hatte. Ich weiß nicht, wie viel ein loses Zahnrad wiegt. Deswegen kann ich das nicht sicher sagen, aber vermutlich wird sich da auch nichts ändern.
Nun ist die Frage, ob Bethesda bei Blei ein Fehler unterlaufen ist und deswegen ist die große Menge leichter als die Einzelteile. Aber dann frage ich mich, warum gibt es diese großen Mengen denn überhaupt? Man verbraucht für jede große Menge, die man erstellt, 2 Plastik, die man nicht wiederkriegt und erhält dafür das gleiche Gewicht oder sogar mehr als das Originalgewicht. Also irgendwie ist das schon sehr seltsam. Also zusammengefasst, eignet sich diese große Menge Technik leider nicht, um Gewicht in eurer Box zu sparen. Ihr macht im schlimmsten Fall eure Box sogar noch voller, als sie ohne große Mengen ist. Außer, wenn ihr sehr viel Blei gesammelt habt, dann rate ich euch, große Mengen Blei zu machen. Das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich weiß, leider keine guten Nachrichten, was das Gewicht angeht. Weder die Perk-Karten funktionieren in der Kiste, noch helfen einem große Mengen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen und ihr seid nun informierter als vorher. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Macht's gut. Ciao.